Jetzt brauchen also wir aber hier, wir machen mal ein bisschen Action-Curry hier, was ist hier los? Ja, wir sollten auf jeden Fall, wenn es wieder tags wird, sollten wir auf jeden Fall mal vielleicht den Fluss entlang laufen, weil wenn du mal auf die Map guckst, da hast du am Ende des Flusses so einen See, siehst du das? Notfalls können wir natürlich unser Zelt mitnehmen und dann halt, wenn es sein muss, die Nacht da verbringen. Das wird das bestimmt sehr gemütlich. Wahrscheinlich ist es dann mit unserem Glück einfach die Höhle von Bigfoot und wir sind direkt bei ihm zu Gast. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Es gab auf der alten Map so Secrets. Also du konntest wirklich eine Höhle finden, wo dann auch so ausgeweidete Hirsche und Menschen und sowas alles waren. Also ich meine, cool. Das heißt, wir können hier wirklich sowas suchen. Das wäre voll cool. Ja, also es gibt auf jeden Fall Orte, wo man hier Loot finden kann. Das stand auf jeden Fall auch in der To-Do-List oder nicht Vergesse-List. Oh, hier raschelt schon wieder was. Das ist der Wind. Das ist nur der Wind. Ich mache alles zu. Ja, ist klar. Ist da mir noch ein bisschen Zweige. Ja, mach das mal. Obwohl, hier wird es gerade echt ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich gehe doch mal. Es wird mega dunkel. Ich glaube, es war bisher noch gar nicht richtig dunkel. Kann das sein? Ja, irgendwie habe ich gerade auch das Gefühl. Deswegen gehe ich dann doch jetzt mal. Wobei, warte mal. Ich glaube, so langsam geht aber die Sonne wieder auf. Weil so ein bisschen orange sehe ich. Und dann sollten wir uns echt auf den Weg machen. Boah. Jetzt ist das hier gerade voll rot alles. Item-Limit. Moment, ist das der Sonnenaufgang oder brennt hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat dein Lagerfeuer ein bisschen Auswirkung genommen. Ja. Okay, das Lagerfeuer hält tatsächlich auch nicht lange. Nee, es wird die Sonne sein. Es ist die Sonne, glaube ich. Okay. Es ist schon die Sonne, ja. Ich gehe mal ganz kurz rein, mich aufwärmen und dann. Ey, du hast ein Zelt dabei, ich habe auch ein Zelt dabei. Genau. Ich beobachte dich durch die Kamera. Kameras haben wir auch dabei, also die können wir mitnehmen. Das ist easy. Ich schlappe mal eben meine Waffe schon mal nach. Da ist der Curry. Ja, moin. Geil, so. Ich frage mich halt, was eine Flare Gun bringen soll. Kann man da irgendwas mit rufen oder was? Weißt du, ich weiß nicht, ob man die auch auf den schießen kann, aber ich habe es immer gemacht, um was zu sehen, weil die Nacht halt echt dunkel war immer. Und ja, gut. Für den einen Moment. Und ich habe damit Bäume angebrannt. Das ist mir auch mal aus Versehen passiert. So. Du hast damit Bäume angebrannt. Okay, das ist schon mal gut. Oh, hier ist alles safe, Curry, alles safe. Wir sind in sicheren Händen, das ist super. In sicheren Händen, Ich sehe dich gerade, Curry, du gehst gerade hier zum See. Ja, ich muss morgens immer so ein bisschen angeln. Siehst du die Kamera, wie die sich bewegt? Ja, das ist voll cool. Oh! Switch die Cam, das kam wieder da aus der Richtung von der Falle. Warum rennst du da hin? Bist du wahnsinnig? Pan? Ich höre dich nicht mehr, Pan. Ist das gewollt oder bist du jetzt auch zum Bigfoot geworden? Pan? Pan? Hallo? Pan? 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 Ja, da sind wir wieder zurück nach einem kleinen Hinack, weil die Pan hatte ja ein bisschen Probleme mit ihrem Mikro gehabt. Haben wir jetzt dann auch gelöst. Danach hatten wir dann aber allerdings nochmal das Problem, dass die Pan gar kein Hut hatte und nix. Deswegen musste ich jetzt nochmal eine neue Lobby aufmachen und wir mussten die Kameras neu platzieren. Die Falle steht jetzt zwar da hinten, aber das ist ja nicht so schlimm. Und da sind wir jetzt wieder. So. Aber wir haben ja noch Plastikbecher, aber die kann ich auch nicht nehmen. Scheiße. Aber ein großes Zeichen dafür, dass Bigfoot uns vermisst hat, ist, als wir nämlich in die Lobby reinkamen und der Helikopter gerade eben weggeflogen ist, hat er direkt geschrien, hat direkt gebrüllt. Das war krass. Kann ich eigentlich hier aufs Bett und mich hier so reinducken? Ja, kannst du. Ja, aber kann ich richtig irgendwie durchgucken? So mehr oder weniger. Das heißt, hier ist eigentlich Glas, ne? Hier ist überall Glas, ja. Okay. Das heißt, sieht man noch nicht ganz. Wie beim Wagen das Glas kaputt machen, Curry. Warum sagst du mir das jetzt? Weil ich muss jetzt nur mal kurz raus. Und sie gehen wieder raus, ja, klar. Wo bist du? Ich habe keine Angst vor dir, du Penner. Okay, warte, ich komme aber mit dir mit, ja? Ich lasse sie nicht alleine da. Wir haben übrigens rausgefunden, dass Bigfoot auch jemanden verschleppen kann. Das ist auch schön. Ja, das ist voll furchtbar. Das haben wir gelesen. Also der kann Leute mitnehmen und kidnappen einfach. Ja, was haben wir hier? Ich habe die ganze Zeit auch die Rifle. Habe ich die ganze Zeit auch. Ich nehme sie auch mal in die Hand. Oh Gott. Dass ich von Weitem einfach gucken. Was? Gott, die Bäume, Curry. Ja, ich hab's vorhin auch gedacht. Ich hab's vorhin auch gedacht, dass er jetzt jemand im Busch, aber es war's keiner im Busch. Ich trau mich nicht, die Night Vision anzumachen, weil dann muss ich ganz schnell auf die Waffe umzwitschen und dann erschrecke ich mich bestimmt, dass ich das nicht hinkriege. Ich glaube, da sind wir ja gleich.
Das wird auch mein Problem sein. Wo läufst du hin? Du läufst einfach weg. Ich war... Achso, Entschuldigung. Wenn wir uns hier verirren, das ist nicht gut. Wobei, das geht eigentlich gar nicht. Ärgern, alles in Ordnung. Soll ich die mal abfeuern? Das war bei unserem Haus. Also hinter unserem Haus irgendwo. Ja. Irgendwo da hinten bei dem See. Das war relativ nah. Ich bin der Meinung, dass es von der anderen Seite vom See kam, aber ich weiß nicht. Ja? Ich versuch mal, warte mal. Ich mach mal ein Night Vision. Was ist denn, wenn der da jetzt rumläuft irgendwo? Glüht der dann so auf oder also hat die auch Wärmebild oder? Das. Ja, Theorie. Warte mal, ich guck dich mal an. Ja, wo nee, dich sehe ich ganz normal. Ja, okay. Das sieht man dann nicht, ne? Okay. Ja. Ich steh auf 2 wieder. Komm, Curry, ich feuer mal so ein Flair-Ding ab. Warum? Ja, ist lustig, weil vielleicht kommt er ja dann. Ja, okay. Das ist, ja, mach. Komm. Was? Hast du das gehört? Nein. Hat irgendwo... Du machst mich voll... Alter, du machst mich voll verrückt. Hat irgendwo was geraschelt voll laut. Ah, da ja, hinten, guck mal, da hinten ist ein Hirsch. Siehst du den? Hä? In meine Blickrichtung. Soll ich den erschießen? Nee. Wir haben noch Fleisch. Was? Da hinten ist... Ach da, ja, ich sehe den Hirsch. Der chillt da einfach so und jetzt kommt Bigfoot so... Ja, Fleisch haben wir noch genug. Also ich habe jetzt 2-mal Fleisch. Wie viel hast du? Du hast wahrscheinlich noch 1-mal Fleisch. Genau, ich habe noch 1. Ja, wir haben... Was? Hast du es gehört? Ja. Ich gehe ins Haus. Ich will ins Haus, bitte. Ja, lass mal lieber die Kameras checken, lieber. Ja, das ist schön. Das ist voll unfair, ey. Okay, ich mach. Okay, mach die Taschenlampe aus und ich schau auch. Okay, warte. So, Tablet. Kontrolle. Aber weil die piepen ja, wenn etwas in der Nähe ist, ne? Ja, aber auf der rechten Seite, auf der linken Seite vom Haus haben wir ja gar keine Kameras. Ja, das stimmt. So, hier am Fluss, da müsste ja irgendwo das Reh sein, aber das ist der Stein jetzt davor. So, hier ist jetzt alles gechillt, so. Mhm. Ja, zoomt der Curry gerade dran. Ja, ich gucke immer so in der... Da läuft irgendwas, oder? Da läuft echt irgendwas. Ich hab's auch gehört. Das ist aber... Ja, auf der linken... Ah, da, guck mal, da kommt... Oh. Jetzt so Bigfoot einmal so... Ja! Oh, wie schön. Das ist aber toll. Wir werden gerade... Wir nennen es Freddy, okay? Ja, Freddy. Okay, Freddy. Freddy darf nicht erschossen werden. Können wir hier verhungern? Ja, Freddy, lauf mal schön in den Wald, mach Geräusche, das kommt gut. Ja, ja genau. Oh mein Gott, der wird... Also das wird der Freddy doch niemals überleben, das kannst du nicht jetzt... Alter. Das Spiel ist schon scheiße gruselig, ne? Ja, so in der Nacht, also hat schon was. Ja. Freddy? Oh, der hat geguckt! Ja, was? Tschüss. Oh, die dritte Kamera ist die hier, okay. Oh Gott, das raschelt. Freddy raschelt. Oh mein Gott. Boah. Es wäre halt schon tragisch, wenn der jetzt wirklich hier auftauchen würde, das Ding irgendwie voll wegschnetzeln würde und wir könnten nichts tun. Ja. Wir könnten einfach nichts tun. Hast du das gehört? Was denn? Hier war gerade voll das laute Rascheln bei mir. Bei Kamera 3. Kamera 3. Der kam von hier. Von da vorne irgendwo. Oh mein Gott. Ey. Also wir sind ja eigentlich relativ... Personen, die oft Horrorspiele so spielen oder so, aber ich bin so angespannt gerade. Ja. Ich weiß nicht. Das ist voll ungewohnt. Weil du weißt halt nicht, wenn du die Kamera bewegst, steht der jetzt hinter dir oder guckt ja gerade in die Kamera eben. Rein. Und das ist ja so furchtbar. Das wird niemals passieren. Wir müssen Bigfoot einfach nur einen Namen geben, dann finden wir den süß, dann haben wir gar keine Angst mehr vor denen. Was willst du denn? Herbert, Hartmut, weiß ich gar Franz nicht. Josef. Bei Hartmut wäre halt schon geil. Hartmut, ey. Hartmut. War Hartmut ist auch schon. Passt zu seinem Brüllen eigentlich. Ja. Also Freddy ist weg, ich weiß nicht, wo der ist. Den finden wir wahrscheinlich irgendwo am Baum nachher liegen, tot. Boah, ich hoffe nicht. Da müssen wir den aber beerdigen gehen. Ich glaube, also ich. Ey, die Bäume, ne? Ich sehe in jedem Baum sehe ich das Vieh. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir einen Yeti jagen oder Bigfoot halt. Man kann ja kurz sagen, wir hatten gerade nochmal die Lobby gestartet, von der Party-Lobby. Und da hatten wir halt, ist irgendwas in die Falle gelaufen anscheinend. Ja. Aber wir konnten halt nicht mehr zurück, weil die Party halt keine Hut hatte. Aber egal, ja. Ich glaube, das wird halt früher oder später eh passieren. Ist ja jetzt quasi gerade immer noch unsere erste Nacht, weil wir die Lobby ja neu gestartet haben. Ja, natürlich. Haben.
Was ist das denn da hinten? Das ist einfach nur Nebel. Na, okay. Huh. So. Alles gut, alles gut. Ja, das hörte sich gerade an, als hätte Tobi gerade in den Chips reingebissen. Macht Spaß? Oh mein Gott, manchmal. Ey, dieser Wald macht so komische Geräusche. Ich müsste mal kurz raus, Gary. Ich kann nicht. Ja, Sorge. Mach du mal. Ich bin. Huh. Ah! Ja, geh mal raus, Pan. Das ist eine gute Idee. Alles gut. Geh einfach raus. Ah, Bigfoot? Hast du gehört, wo das herkam? Ich glaube, von weiter weg. Ich glaube, guck mal, hast du die Kamera gerade am See? Ja. Ich glaube, das kam wirklich aus der Richtung hier. Echt? Okay. Habe ich das Headset richtig rum aus? Ja, ich glaube, das kam aus der Richtung. Oh, stell mal vor, du läufst jetzt da so und ich würde da hinten was im Baum bewegen sehen, ne? Ja, dann müssten wir ganz schnell wieder rein. Dann würde ich schnell die Tür abschießen und dann würdest du da rumrennen. Ich will immer noch eine Flairgun abfeuern und du lässt mich nicht. Das kannst du machen, auf eigene Gefahr. Ich mach die Tür zu. Nur einmal, warte. Ja, ja, aber schön in Richtung See. Okay. Bereit? Ja. Oh, warte, nachladen. Warte. Hä? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Boah, ist das schön. Da fliegt sie. Ja, das ist schön. Und jetzt? Boah. Da fliegt ganz schön weit. Jetzt leuchtet die da hinten. Mal gucken, ob der da ist. Es wäre lustig, wenn ihr jetzt so zurückgeflogen kommt. Ja, ihr Penner. Also kannst du ja ruhig wieder aufsammeln gehen, wenn du möchtest. Ich kann so lange, weiß ich nicht. Nö, die leuchtet ja auch nicht mehr. Also das war nicht meine Lieblingspatrone. Ich schau mal, ob ich irgendwas sehen kann, aber ich kann nichts entdecken. Gar nichts. Gary. Guck mal, die ganze Zeit auf die Kamera ist. Okay, ich guck mal hier, es wird gerade wieder heller. Die Morgenröte. Aber es ist bestimmt gefährlicher, nachts rumzulaufen als am Tag, oder? Das glaube ich schon. Auf jeden Fall. Weil er wird ja von Mal zu Mal aggressiver tatsächlich. Ach, hier ist eine Falle, genau, ja. Und, aber merkst du das jetzt? Wir haben immer oben die Lebensanzeige. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie weg. Aber die Sonne kommt langsam wieder. Ja. Und dann können wir uns wirklich auf den Weg zum See machen. Ja, ich check hier nochmal die Falle. Hier ist alles in Ordnung. Hallo? Was denn? Ja, schon gut. Was denn? Ich versuche Geräusche zu deuten. Das hat sich jetzt gerade angehört. Achso, ich dachte gerade. Die ganze Zeit hinter mir laufen, Mann. Ja, das ist manchmal komisch, wenn man so zur Seite läuft oder so, dann. Voll. Das ist echt verwirrend, aber die Sonne geht wieder auf. Ich gehe ganz kurz rein, um mich aufzuwärmen. Ich bin sofort wieder... Ja, warte, mach ich auch. Dann können wir eigentlich schon fast los. Das geht aber schnell. Ja, das ist alles realistisch. Ja, wir haben eine sehr warme Hütte. Ja. Also ich meine, das sieht man ja auch an den dicken Wänden. Die dimmen sehr gut. Ja, total. Auch die Heizung hier. Die Fußbodenheizung, ey. Ist aber schön. Okay, so. Wollen wir los? Wir wollen los. Hast du die Tür zugemacht? Ja, habe ich gemacht. Okay, das ist gut. Du hast deine Kameras, du hast alles, ne? Ich hab auch meine. Ich hab alles dabei, ja. Okay, auf geht's. Juhu! Oh Mann. Ich will eine Höhle vor dem finden, ich will alles finden. Ja, jetzt lass uns erstmal gucken, dass wir was finden, was uns vielleicht nicht direkt umbringt. Okay. Ist auch eine Kamera. So, 36 Grad. Und denk an die Stöcker vielleicht, dass wir halt ein bisschen Feuer machen können nachher. Habe ich gerade noch unterwegs da aufgesammelt. Okay. Oh Gott. Das stimmt. Und also Weißkohl habe ich heute gesehen. Schon ein Stückchen weiter weg. Aber du hast gesagt, du hast. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Oh, ich bin voll. Ah, okay. Jetzt habe ich gesehen, was du meinst. Der ganz kleine See. Ja, genau, am Ende des Flusses halt. Oh Gott, hier wird ja voll die Klippe draus. Was sieht voll schön aus hier. Ja. Sieht echt schön aus. Oh mein Gott. Ich will nicht da draußen zelten, Pan. Okay. Wir müssen es gleich tun. Oh mein Gott, ich kenne das halt wirklich gar nicht. Das ist komplett neu. Aber wir sind echt ziemlich... Da links ist ein Turm. Was? Wo? Siehst du diesen Turm da? Warte. Da, wo ich hinschaue. Oh ja, da gehen wir da hin dann. Da finden wir bestimmt Loot. Hier ist eine Brücke, eine provisorische. Ja. Da vorne. Ja, wir haben einen Turm gefunden. Juhu. Hier waren schon mal Leute vor uns. Oh mein Gott. Bestimmt auch... Oh, okay. Das wird... Oh Gott, guck nicht nach unten.
Los, geschafft! Okay. Der Turm. Was auch immer. Das ist so ein Hochsitz für Jäger, ne? Ja, aber da ist bestimmt was drauf. Ja, geh mal gucken. Ah! Warum schickst du... Meine Güte! Altes Jagdturm. Was? Altes Jagdturm. Ja, klar. Ich dachte gerade, jetzt sind wir irgendwie in Battle-Phase. Oh, guck mal, hier ist eine Falle, ein Fangeisen und Munition. Du kannst ein bisschen Munition nehmen, wenn du willst. Ja, sag mal. Okay, ich nehme, hast du eine Riffle-Bullet-Box überhaupt? Ja, ja, habe ich auch genommen, ja. Ich sollte auch mal nachladen, übrigens. Willst du mich vielleicht runterlassen? Ach so, ja, Entschuldigung. Da hat was gepuppt. Ja, guck, warte. Okay, ich gehe auf die Kamera. Oh! Hier läuft der! Hier läuft der! Da läuft der! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, was bist du denn? Wie geil! Kommt der in unsere Richtung? Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Wo ist denn unsere Hütte? Hier ist so. Oh mein Gott, der ist der. Warte, okay, warte. Nee, der läuft in die andere Richtung. Das ist komplett gut so. Der läuft in die andere Richtung. Ich hoffe. Doch. Hier ist ja unsere Hütte und dann läuft er nach hinten weg. Oh mein Gott. Hier, warte, hier liegt noch was. Ah, nee, nicht mehr. Der läuft ja richtig eklig. Okay, wir sollten weiter. Okay, wir werden ihn auf jeden Fall hören, wenn er in der Nähe ist, weil er echt voll am Stampfen ist. Boah, ist das gut mit den Kameras, dass die piepen. Das ist ja voll geil. Was? Curry? Warte. Hä, wie geht das denn? Der ist doch komplett bei unserer Hütte gewesen gerade. Okay. Warte mal, wo sind wir jetzt gerade? Wo ist denn eigentlich der Fluss? Okay, jetzt krieg ich doch ein bisschen Bammel. Fahren, wo ist der Fluss? Ich glaube hier unten, oder? Warte. Ja, ist der echt zu weit weg gewesen? Ja, hier ist der See. Okay. Oder? Ist das hier der See? Nee, das ist doch gar nicht der See. Oh, ein Wasserfall. Vielleicht ist so eine Höhle von dem unteren Wasserfall. Soll ich mal gucken gehen? Ja, klar. Kann ich ins Wasser? Ah, kalt. Naja, sieht aber nicht so aus. Nee, leider nicht. Boah, wie der gerade da vorbeigelaufen ist und wieder auch läuft. Gott, ey, vor allem die Map ist halt schon groß und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Die ist mega groß. Ja, dass der halt da vorbeiläuft. Aber zum Glück waren wir wenigstens nicht zu Hause. Ja. Oh Mann. Oh, da geht's sehr hoch. Aber wir sollten vielleicht unser Ziel erstmal verfolgen. Da waren übrigens die Höhlen. Wenn du an der Seite von der Karte gelaufen bist, so da wo so eine hohe Steinwand war, da hat man zwei von den Höhlen gefunden. Oh. Das ist ja toll. Schade, dass man hier keine Fische fangen kann oder so. Und auch ein Haus bauen, so ein bisschen Sims. Ein bisschen Forest, ja klar. Ja, warum? Survival! Oh, was ist das denn? Achso. Manchmal findet man auch so alte Lager. Ich hoffe, die haben das irgendwie übernommen. Okay, hier sind wir gleich. Ja. Ist das ein Zeichen? Ich glaube, die sind einfach sehr komisch gefallen, oder nicht? Ja. Oh, hier ist der See. Hier sind Schollen. Ach du Scheiße. Ist das eine Höhle? Wo, was? Ah, nee, das ist einfach nur ein Felsbrocken. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Höhleneingang. Oh mein Gott. Man sieht die Eingänge auch nicht so krass. Ach so. Ah, jetzt da. Man sieht die wirklich nicht so krass. Die sind super versteckt. Ja, hier wird es halt sehr hügelig, ne? Wobei, es könnte halt trotzdem noch da vorne irgendwas sein. Deine Körpertemperatur, auf wie viel ist die? Da liegt was. Bei 34 Grad. Ah, okay. Bei mir auch. Hier geht's rein, Pan! Hier geht's rein, aber die Kamera... Warte, die Kamera, ich guck gerade. Okay. Oh, er kommt wieder zurück! Oh mein Gott! Wo sind die? Die waren gerade... jetzt läuft er in unsere Richtung. Also, wobei, wir sind halt nach da gelaufen und der läuft jetzt da. Okay, alles gut. Pan, also hier geht's halt rein, ne? Ja, dann müssen wir reingehen. Voll geil. Bist du bescheuert? Ja, komm, ey. Ernsthaft? Okay, dann gehst du mal vor. Das ist dein Zuhause, aber der ist doch gerade unterwegs. Ja. Ja, oh mein Gott. Das ist ja wohl seine Speisekammer. Ich glaube, hier drin sollten wir zelten. Ja, lass doch mal. Oh, hier ist eine Feuerstelle. Guck mal, was hier liegt. Oh mein Gott, was? Was ist daneben? Der hat Captain America getötet. Das ist hier eine Lampe. Oh, ja, ist doch das Schild hier. Ah, Sanitätskasten, willst du den nehmen? Und eine Bulletbox. Hast du das Schild noch nicht gesehen? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Doch, das habe ich ja gerade gesagt. Achso, okay. Was hier liegt. Achso, okay. Voll krass. Hey, das ist voll cool. Ah. Dann nimm mal die Sunnybox und... ich habe schon ein bisschen was aufgenommen. Okay. Ich glaube jetzt...
Wir sollten nicht lange hier drin bleiben. Sollen wir hier drin eine Kamera aufstellen? Boah, Curry, beste Idee ever. Soll ich machen? Sollen wir die hier so reinstellen in die Ecke? Ja, mach das mal. Stell die mal hier in die Ecke. Oder guck mal hier, hier lieber auf das Ding. Ja, aber ist das nicht ein bisschen zu... Ist das nicht ein bisschen zu auffällig? So haben wir doch beides auch im Blick. Und sie steht wenigstens ein bisschen im Eck. Nee, ich meine, weil wir die ja so einmal drumherum drehen können, wenn die hier oben ist. Aber mach bitte meins. Alles gut, alles gut. Ja, die können wir aber auch so hinstellen. Ich will die jetzt nicht so offensichtlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob er sie machen kann, ne? Du kannst sie ja mal angucken. Also die müsste eigentlich so passen. Also ich würde nicht lange hier drin bleiben. Nein, lass uns lieber rausgehen. Es wird auch schon wieder dunkel, Pan. Auf dem Heimweg ist. Es wird wieder dunkel. Okay, hast du deine Waffe nachgeladen zur Not? Kannst du mir gleich sehen? Ja. Okay. Das Gute ist, er kündigt sich ja mit seinen Tritten und Trampeln dann sehr gut an. Boah, ja. Wie geil, dass du direkt die Höhle gefunden hast. Hä, wir haben die doch zusammengefunden. Ich hab die. Nee, du wolltest du wolltest direkt hier in die Richtung gehen. Ach so. Ich bin einfach so ziellos umhergelaufen. So. Oh mein Gott. Voll geil. Also, willst du jetzt eigentlich noch nach Hause laufen? Ich weiß nicht. Willst du mal versuchen, ein Zelt aufzuschlagen? Hier? Oh mein Gott, komm, wir observieren diesen Höhleneingang. Komm, wir können das ja hier oben irgendwo machen. So. Hier so. Okay. Hier. Okay, ich stelle hier ein Zelt hin. Ja, geil. Voll geil. Warte, kannst du da weggehen? Ja, ja. Okay. Da können wir jetzt rein? Ach. Hä? Okay. Hä? Ja, aber ist man jetzt. Wie kannst du denn da rein? Warte mal, lass mich auch mal da rein. Hä, ich bin einfach nur so gegangen. Du kannst dich ducken. Ah. Oh Mann. Geht doch wieder zu? Nö. Ja, doch. Hi. Wir haben es zugemacht. Ja, okay, 33 Akku, 33,1. Ich guck mal, ob es jetzt hochgeht. Also das muss ich doch aus dem Feuer machen. Ich habe die Lampe ausgemacht. Ja, ich glaube, es geht, also das wird jetzt wirklich keinen Sinn machen, wenn hier die Wärme hochgeht. Okay, dann. Wir sollten vielleicht die Lampen auslassen. Oh mein Gott, ist das dunkel. Oh mein Gott, ist das dunkel. Okay. Hä? Sorry, die Nachtsichtkamera raus. Ich habe alles im Blick, falls hier irgendwas passiert. Ja, ich kann irgendwie kein Feuer... Ah, jetzt... Oh mein Gott, Pan. Aber jetzt müssen wir auch vorsichtig reingehen. Das ist dezent unauffällig. Ach, alles gut, alles gut. Ich guck mir jetzt der weiß bestimmt nicht, dass wir hier sind. Ich mach das Zelt mal zu, ja? Du kannst dich aber auch mit der Drohne rumfliegen. Boah, jetzt warte mal, Kamera 2. Jetzt können wir halt schauen. Kamera 4. Oh mein Gott, das ist halt mega cool, dass wir die jetzt da drin haben. Ja, das ist scheiße gruselig. Boah, das ist gruselig. Ich schau mal, ob ich den sonst irgendwo sehe, aber das hätte ja gepiept dann. Ja. Alter Falter. Ich komm grad mit. Ich weiß halt überhaupt nicht, was halt jetzt die beste Taktik ist, um den irgendwie zu fangen oder so. Also, ne? Also ich habe das immer so gemacht, ich habe den, du konntest immer Patronen aufsammeln oder halt Tracker. Und die konntest du dann auf den schießen. Und dann konntest du immer sehen, wo der so lang läuft, aber immer nur so für 60 Sekunden oder so. Dann konnte man den verfolgen, weil der ist echt schnell auch wieder weg. Und manchmal greift er an, manchmal musst du den suchen und du schießt einmal auf den, oben geht ein bisschen die Healthbar weg. Boah, was? Und der rennt dann halt auch weg und... Wir machen das schon. Wir machen das schon. Gemeinsam mit Freddy, das kriegen wir hin. Ja, irgendwie. Den Freddy, den schützen wir auf jeden Fall, ne? Boah, stell mal vor, wir hätten jetzt den Schädel von Freddy in der Höhle. Das wäre dann nicht so geil. Okay, aber es ist auf jeden Fall alles ruhig. In der Höhle ist auch alles ruhig. Mich würde wirklich mal interessieren, ob der auch wirklich mal in die Höhle geht. Aber wahrscheinlich schon, oder? Muss ja eigentlich. Also ja, die natürlich. Höhle sind ja nicht umsonst. Aber ich finde die Easter Eggs voll lustig. Ja, das ist halt mega cool. Das ist echt cool. Wo ist denn hier das HWSQ Easter Egg? Eben. Was soll die Kacke? So. Willst du mal die Drohne steigen lassen? Ja, ich mach das Zelt mal wieder auf. Boah, wie geil, dass man von hier aus unser Haus sehen kann. Hä? War das? Achso. Ich mach nur das Zelt gerade auf. Ich mach eben, okay. Warte, ich lass die Drohne eben raus. Okay, okay. So. Und dann gehe ich wieder rein. Lass mich rein. Schnell wieder reingehen. Mach das Zelt zu. Okay. So. Drohne. So. Ah, warte, nein, ich will nicht. Sag Bescheid. Hast du? Ich kann die. Nee, jetzt hast du die unter Kontrolle. Okay, ich bin weg. Warte, ich glaube, ich muss erstmal nochmal raus und nochmal wieder rein. Okay, jetzt habe ich's ja. Du kannst dich aber gerne auch mal steuern, wenn du möchtest. Nö, ich guck da gerne. Hast du das gehört? Nee, das war die Drohne. Alter, das ist halt schon geil mit der Drohne, ne? Das ist so cool. Boah, ist das cool. Ich weiß halt nicht, was die für eine Reichweite hat. Weil wenn wir den jetzt sehen, wenn wir da reinmarschieren, können wir direkt auf die andere Kamera switchen.
Ja. Wie hoch kann ich denn? Boah. Kann man da oben auch drauf? Nee, ich glaube nicht. Guck mal, da unten ist unser... Ja! Wie cool ist das denn? Oh, warte, ich geh mal raus. Hast du das Feuer ausgemacht? Nein. Ich glaube, das ist einfach ausgegangen. Ist ja schön. Ich kann dich leider nicht mehr sehen. Nee, boah, jetzt bräuchte die Drohne bräuchte eine Wärmebildkamera. Also wenn du N drückst, dann macht die auch nichts, ne? Nee, N drückt, nee. Passiert Scheiße. Gar nichts. Aber weißt du, was wir mit der Drohne machen können? Wir können halt gucken, ob irgendwo noch ein cooles Lager in der Nähe ist. Oh, hier ist eine mega fette Klippe auf jeden Fall mit einem Übergang. Siehst du das? Ah, ich sehe, ja, ja. Boah, das ist so cool, dass du einfach damit zuschauen kannst. Ist da unten... Ja, da unten ist kein Holz. Ich hatte gerade aber auch wieder so eine kleine Hütte. Stell dir vor, man könnte jetzt noch Sachen markieren. Also der andere könnte sagen, ja. Hey, hast du das da vorne gesehen? Ja, das wäre halt auch echt cool. Wie soll man denn hier hochkommen, bitte? Das ist ja voll der fette Berg. Vor allem ist das schon die Riesen-Map einfach. Ja, was habe ich denn für eine Reichweite? Festigkeit 100%, Ladung 93. Was denn? Pan. Ja. Hast schon wieder eine noch... Soll ich da mal reinfliegen? Ja, 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 wenn es geht. Ne! Oh, wie geil ist das denn? Was ist das?